dadurch, dass die Champions League diese Woche startet, ist man natürlich schon mittendrin, ist ja klar. Ich freue mich auf die heutigen Spiele und dementsprechend wird man auch, wenn man vor dem Fernseher sitzt, auch mal dran denken, wie es nächste Woche wird. Aber viel wichtiger ist jetzt erstmal das Spiel in Hamburg. Wenn wir die 3 Punkte dort holen, dann haben wir immer noch 3 Tage Zeit, uns komplett auf Zenit einzulassen. Natürlich ist da jetzt wird sich einiges verändern, davon muss man ausgehen. Ein neuer Trainer bringt immer frischen Wind rein, das ist ja normal, aber die 3 Punkte gehen nur über uns und wenn wir was dagegen haben, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann entscheiden wir, ob die 3 Punkte in Hamburg bleiben oder ob wir die mitnehmen. Die Bundesliga ist einfach viel zu stark, um jemanden locker zu nehmen und das haben wir auch leidvoll ertragen, einige Male dieses Jahr und du darfst kein Spiel hier locker nehmen. Also das ist oben so eng, natürlich sind die Bayern vorne weg, aber dahinter ist es so eng, dass man nichts locker nehmen kann und das werden wir auch nicht tun. Wir müssen die 3 Punkte holen, wir brauchen die 3 Punkte und dementsprechend werden wir die Sache auch angehen. Levy wird bis zum Ende, da habe ich gar keine Bedenken, alles geben für den Verein. Ich kann mir nicht, also der hat wirklich 2 oder 3 Einheiten erst in diesem Jahr verpasst und wenn er eine Diva wäre, dann wird er sich nur auf die Champions-League-Spiele konzentrieren und den Rest wird er einfach so über sich hergehen lassen. Aber das macht er nicht. Das zeichnet ihn aus und deswegen ist er auch sehr erfolgreich, weil er so professionell ist.